Bei dir 5. und 6. Grad, jeweils ein neuer Zauber, ein Trefferpunkt nur und ETW ist besser. So, Stufe 4. Andere verwandeln. Das verwandelt jemanden in ein Hühnchen, soweit ich weiß, oder? Nein, in ein Eichhörnchen. Ja, aber das tut auch die Ausrüstung verändern. Ansteckung. Ansteckung wäre gar nicht mal so schlecht, ist aber Berührung. Brüllen. Eissturm wäre nett. Gefühle. Mordekai ist Kraftgeschosse. Ist besser, ist die bessere Version von magischen Geschossen. Selbstverwandlung, Spinnenbrut, verzauberte Waffe. Vitriolkugel. Das wäre auch nicht schlecht. Eine Säurekugel einfach dem Gegner. Na, das ist einfach nur Aufklärungszauber. Ich nehme, glaube ich, die Kraftgeschosse. Ah, 5. Was haben wir hier schon gelernt? Resistenz senken und Todeswolke. Phantomklinge. Nee, gibt ihm einfach nur eine Waffe. Das will ich nicht. Ich hätte gerne das Schwert beschwören, was da herumfliegt. Aber ich glaube, das gibt es erst in der 3. Edition. Halbschattenmonster, Flammschleier, Feuerelementar, Bresche. Chaos. Beherrschung. Zeitaufwand, Rettungswurf, keine Wirkung. Na, nehmen wir einfach mal Beherrschung. Klingt doch nicht schlecht. Aaskriecher beschwören, antimagische Schutzhülle, Fleisch zu Stein, Kettenblitz, Knochenwurfpfeile. Ja, eine Kugel der Unverwundbarkeit. Monster, Nichiro, Notfall. Schutz vor magischen Waffen, Seelenfresser. Tänzers Verwandlung, Todeszauber. Trollische Regeneration. Tödlicher Nebel, unsichtbare verbesserte Hast, wahrer Blick. Wort der Macht, Stille. Wort der Macht, Stille, das ist gut.
Damit kann ich Magier daran hindern zu zaubern. Gut, okay. Das heißt, wir gehen noch mal in die Taverne zum Rasten. Und dann stellen wir uns wahrscheinlich dem großen Endkampf bald. Einverstanden. Vorwärts. Es soll geschehen. So. In Ordnung. Okay. Ich sehe, ihr seid hineingekommen. Ich werde versuchen, unten den Gang zu Jeroths Stein zu öffnen. Aber diese Glyphen wurden durch Tempus selbst erschaffen. Vielleicht liegt es nicht in meiner Macht, sie zu beschwören. Können wir irgendwie helfen? Warum versucht ihr nicht, auf diesen Turm zu steigen? Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg zu Jeroths Stein. Sehr gut, wenn wir irgendwas finden, kommen wir zurück. In Ordnung. Diese mit Apfelglyphen versehene Tür ist im Boden scheint zu einer Kammer unter dem Tempel zu führen. Es scheint keine Möglichkeit zu geben, sie zu öffnen. Gut, wir haben nämlich nur die Möglichkeit, nach oben zu gehen. Was ist los? Diese Schirme aus undurchdringlichem Kristall dämpfen das Licht der dahinter brennenden Fackeln. Wenn es dein Wunsch ist. Ja, hier sind jede Menge Betten und ein Ausgang. Ja, weiter. Sag, was du von mir willst. Treppe nach oben, Treppe nach unten, also. Sofort. Diese Betten sehen sauber und bequem aus. Dies wäre vermutlich ein guter Platz zum Rasten. Ah. Oh, hi. Pommer, so treffen wir uns wieder. Willkommen in Krischaltirif. Euer Besuch hat sie hier keinen geselligen Anlass. Pommer, was bei den neuen Höhlen macht ihr hier? Aus dem Weg, Ladenbesitzer. Wir haben noch etwas mit Poglin zu regeln. Wo ist er? Pommer, was bei den neuen Höhlen macht ihr? Eine interessante Wortwahl. Viel hat sich verändert, seit ihr das letzte Mal in Osthafen gewesen seid. Wie ihr sehen könnt, denke ich nun die Geschicke dieser Stadt. Na, zumindest habt ihr euch nicht verändert. Wie ich sehe, seid ihr immer noch größenwahnsinnig. Mieser Wurm, ihr seid mit Poglin im Bünde, ist es nicht so? Erwartet ihr wirklich, dass wir glauben, ihr hättet hier das Sagen? Ihr konntet nicht einmal einen anständigen Laden führen, von einer Stadt ganz zu schweigen. Unverschämter Hund, wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu reden? Ich bin Pomab Akasmir, Herr dieses Turms und ernannter Herrscher von Osthafen. Ernannt von wem? Pokelin? Pokelin? Ihr habt immer noch keine Ahnung, gegen wen ihr kämpft, was? Der Meister hat viele Namen und viele Gestalten. Seine Macht übersteigt jede Vorstellung. Ihr braucht nicht zu hoffen, ihn besiegen zu können. Warum ergibt ihr euch mir nicht einfach? Ich wäre immerhin gnädig und würde euch einen schnellen Tod gewähren. Seid ihr verrückt geworden? Schaut mal aus dem Fenster. Da seht selbst, welche Zerstörung ihr und euer Meister angerichtet habt. Hört ihr euch selbst an? Ihr seid kein Monarch. Pokédex benutzt euch. Glaubt ihr wirklich, er würde einem Narren wie euch Verantwortung übertragen? Eure Gnade interessiert mich nicht. Euer Meister ist so gut wie tot. Und ihr auch, wenn ihr uns weiter unbedingt in die Quere kommen wollt. Nehmen wir mal das Erste. Die Besetzung von Osthafen, warum vermeide ich? Der Meister hatte von Anfang an vor, die Stadt einzunehmen. Ich wurde einfach damit beauftragt, gewisse Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit seine Pläne sich reibungslos durchführen ließen.
Wovon redet ihr? Ich war es ja zuerst vorschlug, eine Expedition nach Kuldaha zu schicken. Ich wusste, dass dieser Angeber Hotka sich auf die Gelegenheit stürzen würde, sie zu Hilfe zu eilen, und dass er zweifellos alle anderen schwertschwingenden Idioten dieser Stadt mitschleifen würde. Die Expedition war ein Ablenkungsmanöver. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr es mich gefreut hat, meinen kleinen Trick von Erfolg gekrönt zu sehen. Ich habe vor Lachen fast geweint, als eure Expedition in die Berge losströmte und dabei Osthafen ohne Verteidigung und reif für die Eroberung zurückließ. Schon lange, ihr habt uns alle verraten. Wofür? Um der Herrscher einer zerstörten Stadt voller Leute zu sein, die euch hassen? Verstehe, ihr wusstet vom Überfall auf dem Pass. Ihr habt uns wissentlich in den Tod geschickt. Ich bin froh, dass ihr es lustig fandet. Mal sehen, ob ihr auch noch lacht, wenn euer Kopf auf dem Boden liegt, neben eurem leblosen Körper. Ja, nehmen wir mal das Erste. Mich hassen? Sie sollten mir dankbar sein, dass sie noch leben. Wenn ich nicht mit diesem Handel einverstanden gewesen wäre, hätten Rotka und die anderen Narren sich gewehrt. Alle Männer und Frauen und Kinder in der Stadt wären auf der Straße abgeschlachtet worden. Ihr seid kein Held, Pomab. Ihr seid nichts als ein windschwacher Mann, der so dumm war, sich auf die Seite des Bösen zu stellen. Aber es ist noch nicht zu spät. Helft uns jetzt, dann werdet ihr vielleicht Erlösung finden. Spart euch die verdrehten Rechtfertigungen. Ihr seid ein Feigling und Verräter. Ihr verdient es, nicht weiterzuleben. Versuchen wir ihn mal paladinmäßig umzustimmen. Erlösung? Ich wünsche keine Erlösung. Ich besitze jetzt alles, wovon ich geträumt habe. Schuld ist nur ein kleiner Preis für solche Macht. Ich werde nicht hier stehen und mich von euch richten lassen. Ihr seid nichts. Ihr seid nur ein Insekt, das ich unter meinem Stiefel zerquetschen werde. Wachen, tötet sie. Krischallwachen. Kann ich helfen? Okay, Verteidigungskoordination und eine Hast. Oh, Pomab kann zaubern. Wie kann ich helfen? Bereit zu neuen Taten. Woran hast du gedacht? Jawohl! Dein Befehl. Brauchst du mich? Ja. Ein Gebet bitte. Okay, die Krischallwachen können wir nicht töten. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Euer Ende ist nah. Verstanden. Am besten wir ignorieren sie und töten die Pom-Ups. Ich fürchte, ich werde es nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. So soll es geschehen. Sag, was du fährst, soll geschehen. Okay. Wie kann ich helfen? Ladenbesitzer. Gewiss. Keine Möglichkeit zum Rückzug. Schlecht. Ich weiß nicht, wie lange. Wie ächern das. Echt mich? Okay. Ist etwas nicht in Ordnung? Dann fangen wir hier unten am besten gleich an. Kann ich helfen? Was nehmen wir denn? Zwei Säurepfeile. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Dann noch eine Hast. Brauchst du mich? Verteidigungskoordination. Ja. Weiter. So. Ja, kennen wir alles. Euer Leben ist verwirrt! Spür meine stählerne Klinge! Warte, ich tue es.
Problem ist hier die ganzen Spiegel und alles. Ja. Warum hat sie deine Erlaubnis? Sag, was du von mir willst. Euer Leben ist verwirrt. Ich werde tun, was ich kann. Eine Steinhaut.